Hallo zu Teil 3 vom Bau der Containerbrücke. Es hat sich viel getan am Modell. Inzwischen sind die Lampen am Ausleger. Viele Funktionen, die vorher nur Theorie waren, sind jetzt schon sichtbar. Das ist das Maschinenhaus mit den umfangreichen Getrieben und Seiltrommeln, die inzwischen alle montiert sind. Es geht über zwei 6-Fach-Flaschenzüge zum Ausleger. Und hier treten enorme Kräfte auf, insbesondere wenn der Ausleger sich weiter unten befindet und der Winkel schon recht flach ist, hängen hier enorme Zugkräfte auf dem Seil und das Getriebe mit einer Übersetzung von 1 zu 1125 hat gut zu arbeiten. Der Vorgang dauert insgesamt 3 Minuten, ich habe das mal ein wenig zusammengerafft. Im Vorbild dauert es übrigens 5 Minuten, bis der Ausleger ein- bzw. ausgeklappt ist. Der Kran insgesamt wiegt jetzt, so wie er hier im Bild zu sehen ist, knapp 4 Kilo. Zum Vergleich, das ist trotz Alu-Bauweise schon 1 Kilogramm mehr als das Vorgänger-Containerkran-Projekt. Die Katze fährt auch schon. Es sind noch keine Steuerelektroniken am Kran, das heißt, alle Funktionen gehen nur mit Kabel dranhalten und mit einer festgelegten Spannung fahren. Auch die dazugehörige Kabelschleppe, ein Flachbandkabel, das an Gardinenrollen hängt und sich dadurch wie im Vorbild wunderbar ausziehen und zusammenfahren lässt, wird später die Stromversorgung für den Spreader und auch für das Licht an der Katze sorgen. Die Bewegung so hinzubekommen, dass es wirklich sauber läuft, das Kabel zieht, nichts verkantet, das war eine riesige Arbeit. Sehr, sehr viel Feinarbeit, Feinjustage, denn schließlich muss sie circa 1 Meter überbrücken können und das Ganze hängt an 14 Gardinenrollen. Aber toi, 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 bislang hat es sehr gut funktioniert. Der Seilzug ist hier natürlich noch etwas schnell, aber er funktioniert. Zwei 4-Fach-Flaschenzüge, die heruntergehen an den Spreader. Das Kabel herunter zum Spreader muss noch entwickelt werden. Es gab viele Kommentare unter dem letzten Video zur Idee. Vielen, vielen Dank dafür. Wir werden verschiedene Sachen ausprobieren und dann mal zeigen, was und wie es funktioniert. Alle Seile kommen zentral aus dem Maschinenhaus. Das Seil, um die Katze zu fahren bzw. den Spreader zu heben und zu senken, geht nach unten heraus und die Seile zum Spreader werden dann in der Katze nur noch umgelenkt. Hier sitzen keine Motoren mehr. Ja, das war's für dieses Video vom Kran. Bis zum nächsten Mal.